So, ob ich die Frage beantworten kann, wie man ein erfolgreicher YouTuber wird. Ja, also es gibt eigentlich eine Regel, auf die man zu achten hat, wenn man unbedingt erfolgreicher YouTuber werden will. Und zwar ist das einfach der Mindset, also die Einstellung. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man hat jetzt das Ziel, wirklich vom Beruf her YouTuber zu sein, dann darf halt wirklich keine Zweifel dabei sein und man muss es einfach wirklich durchziehen. Ich meine, genauso wie bei jedem anderen Beruf, den man erlernen muss, man zieht es ja irgendwann durch, man hat eine Ausbildung, die man macht. Okay, bei YouTube ist es jetzt was komplett anderes, man hat gar keine Ausbildung, die man macht. Das heißt wirklich, jeder einzelne Mensch auf der Welt, der eine Kamera hat und Ton, manchmal auch ohne Ton, aber Zugang zum Internet hat das Zeug zum YouTuber. Das Einzige, was man braucht, ist eine Idee und wirklich Ehrgeiz und den Biss, dass man sowas auch durchzieht. Bei YouTube ist halt vor allem wichtig der Algorithmus. Wenn man jetzt halt nicht irgendwas komplett Aufwendiges macht und man jetzt nicht zum Beispiel ein Mimi ist, der einfach ein Jahr verschwindet, ein Jahr wieder da ist, dann wird alles komplett rasiert und dann wieder ein Jahr weg ist. Wenn man jetzt wirklich neu anfängt, das Wichtigste ist, sich einen Plan zu machen, was man machen will. Sei es jetzt, man will jetzt ein Vlogger werden, man will jetzt ein Let's Player werden oder ein Unterhaltungs-YouTuber, egal was. Auf jeden Fall einen Plan machen, wie man vorgehen wird. Das heißt, an welchen Tag man aufnehmen will, wann man das bearbeiten will und wann man es hochladen will. Und schauen, dass man von Algorithmus gecatcht wird. Das heißt, sagen wir jetzt ist was easy, sagen wir Let's Player oder Streamer halt, also und nebenbei YouTuber. Da kann man schon auf den Daily Content gehen, wenn man auch nebenbei zur Schule geht. Das ist eigentlich so sehr einfach. Das heißt, dieser Tipp ist eigentlich für alle meine Zuschauer gerade gedacht. Oder zum Großteil meiner Zuschauer. Wenn man zur Schule geht, ist das Leben noch relativ einfach, je nachdem, ob man Prüfungsphase hat oder nicht, oder ob man schon vom Abschluss steht oder nicht. Und zwar, man hat mehr Freizeit als wie zum Beispiel jetzt ich, der arbeitet. Weil man hat geregelte Zeiten bei der Schule. Ich jetzt zum Beispiel nicht, das ist vielleicht ein Negativbeispiel bei der Arbeit. Es gibt auch Arbeit mit geplanten, also mit fixen Arbeitszeiten. Wenn man jetzt bei der Schule, sagen wir, man ist jetzt jeden Tag bis maximal 3 Uhr in der Schule und man ist, sagen wir, um 4 Uhr spätestens zu Hause. Chillt man sich jetzt hin für eine Stunde, braucht man halt einfach, um Pause zu machen. Einfach nichts tun, essen, YouTube-Videos schauen und das war's. Und dann nehmt euch jetzt wirklich jeden Tag Zeit, für eine Stunde, ballert da einen Stream raus, redet da über irgendwas oder macht einen guten Content in Sachen Playen, wenn ihr gut seid, sodass jetzt, sei es in Fortnite eine Runde gewinnt oder in CSGO oder irgendwo, wo ihr gut seid, macht das jeden Tag eine Stunde, ladet es jeden hoch, schaut bitte drauf, dass ihr redet und nicht einfach nur Let's Play, nur, also nur spielen ohne irgendwas, das wird sich keiner anschauen. Außer ihr seid wirklich der Beste vom Besten, aber ich glaube nicht, dass ihr zu 1% gehört, der wirklich alles rasieren kann. Und schaut wirklich, dass ihr jetzt jeden Tag dann sagen wir, von 6 Uhr bis 7 Uhr diese Stunde nehmt, um zu spielen. Und dann nehmt ihr euch noch eine halbe Stunde dazu, das Video zu schneiden. Also das Beste, was da rauskommt. Wie man jetzt was schneidet, das müsst ihr euch selber beibringen. Das wird jetzt sonst einen Rahmen sprengen von dem kleinen Thema hier. Ich kann euch mal zeigen, wenn ihr wollt, wie ich meine Videos schneide. Wenn wer das will, schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Und noch Thumbnail machen, das heißt wirklich, wenn ihr jeden Tag 2 Stunden dafür investiert, dann easy going. Und sagen wir, man macht das jetzt um 6 bis 8 Uhr. Gute Zeit vergangen, macht euch wieder eine Pause und dann widmet ihr euch dem Unterricht, also den Stoff, den ihr noch zu lernen habt. Sagen wir jetzt, okay,
ihr nehmt die Schule jetzt vor, weil zum Beispiel jetzt Prüfungen sind oder irgendwas, dann macht ihr jetzt als erstes die Hausaufgaben oder lernt für den Test, macht ihr dann den YouTube-Teil und dann macht ihr halt Pause. Und so könnt ihr einfach jeden Tag strukturiert machen, weil wirklich so eine Struktur zu haben, ist das, was ich euch sagen kann, das Wichtigste. Okay, ich bin jetzt nicht der erfolgreichste YouTuber auf der Welt, aber ich merke schon, dass ich jetzt jeden Tag Videos hochlade, dass das jetzt immer mehr wird. Und je mehr Content ihr bringt, desto mehr habt ihr. Aber muss trotzdem qualitativ gut sein. Keiner schaut sich diesen PlayStation-Stream an, wo nebenbei angezeigt wird der Chat, wie viele Leute da sind und einfach irgendein 0815-Headset hat, was einfach nur rauscht und eklig klingt. Ihr müsst ein wenig schon investieren. Fragt eure Eltern, ob die vielleicht Taschengeld vorstrecken können oder ihr habt generell was beiseite gelegt. Dann kauft euch jetzt nicht diesen Air Jordan für 100 Euro, sondern kauft euch lieber ein Headset für 100 Euro. Und ja, Schnittprogramme gibt es Millionen von Gratis-Angebote. Irgendwann einmal kommt der Moment, wo man halt wirklich den professionellen Weg eingehen wird und dafür Geld ausgibt. Es kostet nicht viel. Man kann schon für 13 Euro monatlich haben. Ja, Monatsabo. Oder per MacBook einmalig 300 Euro. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr dazu mehr Tipps haben wollt, wie man Videos schneidet, schreibt in die Kommentare. Und wirklich, wenn man YouTuber sein will, ihr müsst wirklich schon so viel wie möglich und auf einer regelmäßigen Welle, Wave, Tsunami, was bieten. Das heißt, entweder wirklich jeden Tag, jeden zweiten Tag, dreimal in der Woche, sprich Montag, Mittwoch, Freitag oder nur einmal in der Woche, wenn es wirklich ein verdammt krasses Video ist. Weil so wird durch der Algorithmus am ehesten catchen und YouTube wird dann sehen, okay, da bringt halt immer so und so was bereit und man und YouTube-Algorithmus funktioniert so, der analysiert so Sachen, die, also vor allem wenn man größer wird, wo, also wie es bei jedem so auffällt, auch bei mir, der analysiert so Kanäle und wenn jetzt irgendwo was ist, wo er merkt, okay, boom, das könnte der nächste Big Thing werden, wird ihr deine Videos mehr Leuten vorschlagen, auch den Leuten, die euch, die keine Abonnenten sind. Das heißt wirklich, das kann aber auch ab und zu dauern. Das heißt, sagen wir, mein Ziel ist jetzt auf jeden Fall, über mehr als einen Monat jeden Tag Videos hochzuladen und dann auch bis zu 3 Monate, noch länger ist mein Ziel, oder bis dahin noch hinaus, jeden Tag ein Video hochzuladen und irgendwann wird der Algorithmus catchen, dann wird ein Video herausstechen, das wird dann auf einmal wirklich 10.000, 100.000 Klicks haben und dann ist der Way to go. Dann ist das Wichtigste, die Zuschauer zu halten und noch viel mehr einen Schritt immer weitergehen. Was heißt, vielleicht dann überlegen, okay, was kann ich noch besser machen? Habe ich noch irgendwas, in was ich investieren kann? Habe ich irgendwas, was ich generell an mich verbessern kann und so viel weiter. Das heißt, ja, also, was ich euch geben kann, es ist jetzt keine professionelle Meinung von irgendwelchen großen YouTubern, sondern einfach von jemandem, der nichts dagegen hätte, YouTuber zu werden. Also, ist schon Ziel, also schon Traumjob so, ob es das wird oder nicht. Ich werde jetzt nicht traurig sein, wenn ich nie im Leben jetzt ein YouTuber werde. Wäre aber schon glücklich, wenn es passieren könnte. Also es ist jetzt nicht mein absolutes Ziel, was ich haben muss, ohne dem ich traurig werde, sondern wirklich, es wäre nice to have, aber kein must have. So. Ja, und das gleiche bei Streamen ist genauso. Bei Streamen zählt vor allem, wenn man klein ist, je länger man live ist am Tag, desto eher wird man von neuen Leuten gesehen. Das merke ich auf Twitch. Wenn ich jetzt jeden Tag, sagen wir, nur eine Stunde streame, zu wenig. In der einen Stunde, es kann eine schlechte Stunde sein, wo jeder große Streamer gerade live ist. Das heißt, du hast keine Laufkundschaft, das heißt, keine Leute, die sich gerade so neuen Content anschauen, was auf Twitch einfacher ist als auf YouTube. Sondern die sind alle bei ihren Streamern auf deren Zeiten angelehnt. Und wenn du jetzt wirklich ein kleiner Streamer bist und von 0 auf 100 gehen willst, schau, dass das so viel live bist, wie nur möglich. Vor allem jetzt in der Ausgangssperrezeit, wo man eh nicht zur Schule gehen kann, schau da wirklich, dass du konsequent, okay, Eltern können vielleicht so einen Faktor dagegen haben, dass du so viel live bist, wie nur möglich und zur Zeit, weil der Markt ist mehr oder weniger übersättigt, weil jeder versucht gerade Streamer zu werden, schau, dass du irgendwas hast, was dich aus der Masse hervorhebt. Eine Facecam, way to go am Anfang.
Weil man schaut lieber jemand einen Streamer, der so Reaction hat, anstatt nur jemand, der gerade nur spielt und man ihn nur hört. Ist einfach so. Fällt mir persönlich auf, wenn ich neu, also durch Twitch durchschaue. Ich schaue als erstes bei Leuten rein, die ich halt so sehen kann, damit ich gleich ein Bild von dem habe. Und dann halt generell Qualität und so weiter, so wie ich. Ja, mittlerweile schon eine gute Qualität. Ja, das sind endlich all die Tipps, die ich euch geben kann, so um YouTuber zu werden. Ob Erfolgsrate steht jetzt nicht irgendwie so 100% oder so, ich habe keine Ahnung. Also einfach ausprobieren. Und dann findet man nicht heraus, ob es wird oder nicht. Und auf jeden Fall eins kann ich euch sagen, man muss sich eine Community aufbauen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn man jetzt einmal den Boom hat und alle auf einmal ein Video angeschaut haben, aber du es nicht schaffst, eine Community aufzubauen, dann ist der Hype gleich mal weg und die Leute verschwinden gleich mal wieder. Es gibt mehrere Beispiele im deutschsprachigen Raum dafür, die auf einmal gekommen sind und wieder weg. Und also immer auf die Community eingehen. Die mit einbeziehen in die Videos, in die Streams. Und das kann sehr lange dauern. Vor allem am Anfang ist es immer wichtig, einzelne Leute zu holen. Und immer einzelne Leute. Das ist noch einfach, wenn du einen einzelnen Namen ansprichst, einen Stream. Wenn jetzt einer herkommt, dann zum ersten Mal im Chat, dieses, sagen wir heute zum Beispiel bei mir bei der Nate, sage ich einfach so, yo, Nate, wie geht's? Oder meine Masche ist so, ich sage immer so, okay, interessanter Name, was bedeutet der? Und dann fangen die Leute sofort an zu schreiben, so, ach so, ja, das bedeutet das und das. Oder ich sage, hey, cooler Name, gefällt mir. Wenn zum Beispiel so ein Name aus zwei Wörtern besteht und sich reime, so, keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach Corona-Morona, keiner heißt so, aber ist mir gerade in den Kopf gefallen, sage, oha, hey, cooler Name, reimt sich sogar, geil, wie geht's dir so, weißt du? Einfach auf die Leute eingehen und dann werden sie eher bei dir bleiben, anstatt sofort wieder wegzugehen, weil sie merken, oha, ich bekomme gerade Interesse von einem Streamer, dann schreibe ich halt da und dann einfach weiter Themen fragen und das und schon geht's. Das heißt, so kann man am leichtesten Streamer werden und bei YouTube genauso einfach in den Videos auf die Community einbeziehen, Fragen stellen und das war's. So, ja, ich hoffe, ich habe euch soweit zum Thema helfen können.